So, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, ist hier ein wunderschönes Wetter in Deutschland. Klarer Himmel und die Sonne scheint. Ich mache heute für euch einen 43er AMG und zwar den GT4 Türer. Ja. Optisch muss ich schon sagen, ein sehr, sehr schönes Auto. Das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen stört und was mich wirklich irritiert hat, weil ich nicht wusste, ob das Serienfelgen sind oder nicht, sind diese Felgen hier. Ja. Also wenn ihr die euch anschaut, ich habe mir da gedacht, ist das wirklich AMG? So hässlich? Naja, Geschmackssache. Auf jeden Fall hat das Ding 367 PS und natürlich schon mit OPF. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht mit einem C43, das war aber das ältere Modell ohne OPF. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was es wirklich ausmacht. OPF, hat er dadurch weniger Leistung bei dem Ausgang und ja, schauen wir mal. Wir machen jetzt eine Eingangsmessung, messen die Zeiten, dann machen wir die Software und dann messen wir mal alles und dann sehen wir mal, wo wir am Ende stehen. Also Pivo, komm, wir fangen an. Dann fahren wir jetzt los, ja, und ihr wisst ja, beim letzten Video habe ich euch gesagt, dass die Deutschen sich hier in Deutschland anschnallen, ja. Man könnte jetzt dreimal raten, was für einem Landsmann das Auto gehört, weil der hatte Schnäppel da drin, ja, also kannst du ein Araber sein. So, Pipo. Wie du siehst, ist es echt ein sehr, sehr schönes Auto innen. Hä? Also im Detail alles richtig geil gemacht. Wie bei der E-Klasse. Durchgehendes Kombi-Instrument bzw. ein durchgehendes iPad. Ja, einfach zwei iPads nebeneinander. Alles digital. Hier auch in der Mitte echt schön gemacht, wenn ihr das seht. Wir haben jetzt praktisch die Touchknöpfe, also fühlt sich auch echt gut an. Ja, da kann man Manuell-Modus, manuell, da kann man das Fahrwerk vorstellen, Traktion ausmachen, so Start-Stopp geht hier, Flügel ausfahren. Also erinnert mich ein bisschen an AMG GT. Ja, das ist ja in AMG GT nur als Viertürer. Ne? Von daher haben die das echt schön gemacht, das Auto. Ja, der Kunde sagt vom Sound her ist nicht so laut, aber für OPF hört sich gar nicht mal so schlecht an, Pivo, oder was meinst du? Ja, schon. Also kernig auf jeden Fall. Der Auspuffsound ist kernig, ja. Hört sich gut an, ne? Aber ich sage euch, der macht Sound über Boxen. Man hört nämlich Sound auch von vorne kommen. Das heißt, er hat so aktiv Sound, wenn man Gas gibt. Man merkt richtig, wie er vorne Sound erzeugt, Sound generiert, ja. Aber ich bin jetzt hier Vollgas. Es fühlt sich ein bisschen an wie Golf 7 GTI von der Leistung. Das Auto hier wiegt über 2 Tonnen, ja, und da muss er halt schon ordentlich Bums haben, damit das Ding vernünftig geht. Aber deswegen gibt es ja mich. Ich mache jetzt mal richtig Leistung. Ja. Jetzt gucken wir mal, Pivo. Jetzt fahren wir mal, messen wir mal. Ich muss mich eigentlich noch entschuldigen bei euch für meinen ganz langen Bart und die langen Haare. Ich meine, ich war seit 4 Wochen nicht mehr beim Friseur, ne? Da bin ich dabei. Ja. Wer ist dran schuld? Corona, ja? Hast du gehört? Ein ganz komisches Fahren, du. Wirklich. Naja, nichtsdestotrotz, Pivolino. Machen wir jetzt mal eine Eingangsmessung gleich. Und dann checken wir mal 0-100. 100, 200. Aber die Felgen, das ist echt brutal. Ich meine, das wird ja nicht mal so scheiße aussehen, wenn die größer werden und weniger Reifen drauf ist. Ja, das ist das Problem. Die sollten die einfach mal in 21 Zoll für so ein Auto machen, dass der Querschnitt vom Reifen, also dass es ja kein Ballonreifen drauf ist, weil die Felge wirkt sehr klein durch den Ring innen drin noch. Ja? Ja. Das macht die Felge klein und das sieht wirklich furchtbar aus, ja, also sieht aus wie das, sowas hast du ja auf dem Zweiergolf früher drauf gehabt, das sieht ja aus wie 9x16, ne? Zweiergolf. Ronal-Felgen, ne? Ronal? Ja. Sieht Ronal aus wie Ronal, oder? Ja, genau. Ronaldo? Si! Ronaldo. Eine Ronaldo-Felge auf dem Auto. Also 0-100,
5,59 Sekunden. 100 auf 200, 15,86 Sekunden. Also ist ein G63 in Serie schneller? Nicht schlecht. So, jetzt fahren wir zurück. Lesen wir das Steuergerät aus. Es geht nicht über OBD. Wir machen das kurz raus. Dann machen wir einen Stecker drauf und lesen das am Tisch mit dem Stecker. Weil die MG1 funktioniert auch nicht über OBD. Noch nicht. Ich hoffe, dass die Toolhersteller mal ordentlich Gas geben, dass das mal alles funktioniert. Apropos Toolhersteller. Wenn ihr Bock habt, kommentiert einfach mal drunter. Mache ich euch mal auch ein Video über die verschiedenen Tools, die man hat. Also was es gibt für Tools zum Auslesen, was interessant ist zum Auslesen und welche Tools wirklich gut sind und welche sich eher nicht lohnen. Also wenn ihr Bock habt zu wissen, welche Tools auf dem Markt die geilsten sind, welche ich benutze, dann kommentiert drunter. Ja, wir wollen was über Tools wissen und dann mache ich euch ein kurzes Video. So, schaut euch das an, ja, OPF, ein Riesenklotz, also da brauchen wir schon einige Zeit, um das rauszumachen, das machen wir jetzt nicht, wir machen jetzt nur die Software. Was brutal ist, ist der Turbolader, also selten so einen riesen Turbolader gesehen, ja, also das ist ja riesig, das Teil. So, hier haben wir das Steuergerät, hier steckt es drin. Einmal hier die zwei Schräubchen, beziehungsweise vier Schräubchen, kriegt man es raus. Ist ziemlich cool gemacht, weil hier saugt ja die Luft an auch, ja. Und das heißt, das Steuergerät wird auch über die angesaugte Luft gekühlt, ja. Jetzt machen wir das mal raus. Schubknallen schon gefunden, ne? Hier ist das Kennfeld. Original hast du das ist gangabhängig und lastabhängig. Hast du zum Beispiel hier 0,6 Sekunden, 0,6 Sekunden, das Maximale ist 1,2. Ja. Ich mache hier also auf 2 Sekunden, das heißt, das Knallen wird jetzt 2 Sekunden gehen. Ja. Wird sich sehr gut anhören, was natürlich länger ist. Berücksichtigt sind natürlich auch die OPF- und Cut-Temperaturen, das heißt, wird eine Temperatur von 850 Grad erreicht, wird es nicht mehr funktionieren. Das heißt, er schaltet automatisch ab, bis die Temperatur wieder runterkommt, dass da nichts kaputt geht und nichts beschädigt wird. Was richtig genial gemacht worden ist, seht ihr hier, also wir haben hier 1, 2, 3, 4 Kennlinien praktisch mit dem Minimalzündwinkel für die Soundoptimierung, weil Mercedes da unterscheiden kann. Die haben beide oben ein Kennfeld, wo sie praktisch unterscheiden, bei welcher Geschwindigkeit, bei welchem Gang die in welche Linie fahren. Weil ich meine, wenn die das etwas leiser haben wollen, sagen die einfach, okay, fahr in Linie 2. Wenn die das laut haben wollen, fahr in Linie 3 oder 4 zum Beispiel, weil die alle einen anderen Zündwinkel eingestellt haben. Und da können die halt hin und her switchen und die verschiedenen Klangarten praktisch machen. Ziemlich cool gemacht. Wie eigentlich in jeder neuen Software haben wir eigentlich die ganzen Kennfelder wie Zündwinkel-Kennfeld. Auch die MG1 hat hier oben das Kennfeld vom maximale Füllung anhand von Ansauglufttemperatur. Ist alles vorhanden. Das ist das hier. Und ich habe jetzt eine Umrechnungsformel, dass ich sage, okay, Umrechnung praktisch in Ladedruck. Ja, das heißt, ich gebe mir dann meinen Ladedruck vor. So, das ist das und man sieht wieder hier oben rum, flache ich es ab, beziehungsweise ganz oben auf Serie, damit da nichts überhitzt. Das funktioniert alles, das ist wunderbar. Ja, dann gibt es natürlich noch ein paar Drehmomentkennfelder. Einen optimalen Zündwinkel muss man mit anpassen, damit das CPC nicht so eingreift vom Drehmoment. Und Minimallambda, Lambda ist natürlich auch wieder ziemlich fett gemacht. Das mache ich alles, die Abgastemperaturen ein bisschen runtersetzen, die modellierten. Und dann bin ich soweit fertig. Jetzt spiele ich das Zeug mal ins Steuergerät rein und dann legen wir mal los, Pipo, hä? Hast du gehört, Pipo? Vorher hat man fast nichts gehört. Und jetzt, Achtung!
merkst wirklich, also jetzt spürst du auch den Turbo, hast du vorher gar nichts gemerkt eigentlich, ja, das war echt eine Schlaftablette vorher. Jetzt fünfte Gang, wenn du unterdurch schon Gas gibst, merkst du, dass da Druck kommt, ja, war vorher gar nichts. Das fährt ja ganz anders, das Auto, oder? Das ist ja brutal. Jetzt gucken wir mal, hä? Hört sich sportlich an, so sollte sich eigentlich jeder AMG anhören. Ja? Nur ist wirklich so, dass der OPF echt viel schluckt an Sound. Ja? Ich meine, allein wenn du den OPF jetzt rausmachst, da brauchst du nichts mehr machen. OPF raus, dann hast du Sound genug. Da brauchst du keine andere Abgasanlage. Ja? Einfach nur OPF raus und fertig. So, Bibo, dann machen wir mal die Messung. Hä? Mhm. 100. Stufe 1, 0 auf 100, 4,54 Sekunden. Also wie gesagt, vorher haben wir 5,5 gebraucht. Das heißt, wir sind eine Sekunde schneller von 0 auf 100 und 100 auf 200. 10,96, ja, also sagen wir mal 11 Sekunden, vorher 15,8, das heißt 4,8 Sekunden schneller von 100 auf 200, also ich tippe mal grob wirklich so um die 430 bis 440 PS und Drehmoment denke ich mal so 80, 90 Newtonmeter mehr, aber jetzt fahren wir zurück, werten wir das alles aus und dann sieht man alles. Hä? Also, Bibo, auf geht's. So, kommen wir zur Ausgangsmessung. Ausgangsmessung bin ich sehr überrascht, bin sehr froh. Was heißt froh? Ja, es ist eigentlich toll, was da rausgekommen ist. Wir haben eine Leistung von 469,6 PS und 616,7 Newtonmeter. Ja, man sieht hier deutlich gestrichelte Serie, das durchgezogene ist jetzt. Also überall im ganzen Drehzahlbereich mehr Drehmoment, mehr Leistung. Sind ja jetzt fast 100 PS mehr, nur mit Software und 130 Newtonmeter mehr. Und das Ding läuft echt gut, ja. Und jetzt gehen wir ins Auto, löschen wir noch die Fehler. Also, weil wir machen ja immer nach jedem Flash, wenn das Steuergerät draußen war, legt es ja in verschiedene Steuergeräte Fehler ab. Die muss man alle dann nachher mit einem Schnelltest alles löschen und dann gibt man das Auto dem Kunden zurück, dann kann der wieder nach Hause. Also, auf geht's. Ich bin sehr zufrieden, Kunde natürlich auch. Wie gesagt, von 0 auf 100 eine Sekunde schneller, 100 auf 200 fast 5 Sekunden schneller. Jetzt darf er sich AMG schimpfen. Was er jetzt aber oder allerdings noch machen muss, ist die Felgen runter, andere Felgen kaufen, weil so geht das nicht.